Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und bevor dieses Video jetzt richtig anfängt, muss ich nur ein, zwei Sachen klarstellen. Und zwar, ich habe ja unter dem letzten Video, habe ich viele Kommentare gelesen. Ey Marvin, du hast es geklaut von Alex V und so weiter und so fort. Also erstmal muss ich sagen, dass ich echt dachte, wie blöd sind die Leute eigentlich? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, zeigt mir mal ein Video, was erfolgreich auf YouTube ist, was nicht 100.000 Mal kopiert wurde oder 100.000 Mal nachgemacht wurde. Wo ist das Problem? Das ist doch scheißegal auf gut Deutsch. Wenn man das nachmacht, ist doch egal. Und mal davon abgesehen, war das eine Videoidee von einem Zuschauer, die ihr am meisten geliked habt. Es war der meistgelikedste Kommentar unter meinem letzten Video. Und mal davon abgesehen, selbst wenn ich das Video von Alex V geklaut hätte, woher hat er denn das Video? Fragen wir mal so. Ja, ich möchte ihm nichts unterstellen. Aber das Video, was er gemacht hat, haben schon 20.000 andere Amis gemacht, ja? Und da hat niemand bei ihm das kommentiert. Weil wenn ein deutscher YouTuber das von einem Ami kopiert, dann ist das okay, ja? Aber wenn ein Deutscher das von einem Deutschen kopiert, dann geht das gar nicht. So ein Schwachsinn, Leute. Es ist doch so blöd. Also nun wirklich. Also echt, das verstehe ich nicht. Deswegen, Leute, bevor dieses Video jetzt richtig anfängt, dann schreibt doch jetzt mal bitte unten in die Kommentare, was ich als nächstes für ein Video machen soll. Und bitte jetzt sucht euch doch mal Ideen raus, die halt nicht schon gemacht worden sind, weil sonst heulen die Leute ja wieder rum. Ey, ja, du hast es kopiert und alles. Wisst ihr nicht, wie viel Arbeit überhaupt dahinter steckt, so ein Video zu machen? Und dann, weiß nicht, wenn es euch stört, dass es kopiert ist, dann guckt es doch einfach gar nicht. Ja, ist doch okay. So Leute, jetzt habe ich mich genug aufgeregt und ich würde sagen, jetzt beginnen wir mit dem Video, Freunde. Und passend zur WM habe ich gesehen, dass jetzt, ich glaube, 2 oder 3 neue Fortnite-Tänze rausgekommen sind, die zur WM passen. Einmal so ein Torjubel, dann so eine rote Karte und einmal so ein weinendes Kind. Also das passt auf jeden Fall zu der WM auch, weil einige Spieler, wenn die verlieren, heulen sie ja auch. Und ja, ich würde sagen, die stellen wir heute mal nach. Also Leute, was ich vorweg sagen muss, ich kann das wahrscheinlich nicht gut und ihr könnt das alle besser, deswegen erwartet nicht so viel von mir. Naja, ich würde sagen, genug geredet und wir sehen uns gleich auf dem Fußballplatz. Also let's go! Ja Leute, da das jetzt nicht so krass gewirkt hat, vor allem der erste Trick hat leider nicht so ganz geklappt, würde ich sagen, gibt es jetzt noch ein paar Freestyle-Tricks von mir. Ich bin nicht der Beste, aber ein paar kann ich. Und ich würde sagen, die zeige ich euch jetzt noch zum Schluss. Und ja, ich würde sagen, also let's go. I can feel how it feels to be free again. I can dream again, I believe again. I see angels looking down in astonishment, and my heart is beating. I'm still breathing. Yo Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare, was ich als nächstes drehen soll. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Danke fürs Zuschauen, ciao und bis dann.